Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Tina Rudolph. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen auf den Tribünen. Dass der Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch heute fällt, ist längst überfällig. Es war nie richtig, dass es diesen Paragraphen gab, aber erst recht gehört er nicht in dieses Jahrhundert. Es gehört sich nicht, einen Paragraphen zu haben, der es unterstellt, man könne über Schwangerschaftsabbrüche nicht angemessen informieren, ohne dass das in Werbung ausartet, in anstößige Werbung und überhaupt unterstellt, dass jemand vorhätte, auf anstößige Art und Weise sich mit einem so ernsthaften Thema zu befassen. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Paragraph der Vergangenheit angehören wird. Es ist aber auch richtig, und das zeigt die Debatte, die wir geführt haben, dass es sich um eine stellvertretende Debatte handelt. Eigentlich geht es darum, wie wir gesellschaftlich mit Schwangerschaftsabbrüchen umgehen und ob wir davon ausgehen, dass sie unter gewissen Umständen möglich sein müssen. Und es ist die Frage, wenn eine Frau sich in einer Notlage befindet, in einer Situation, die sich in ihrer Entscheidung nie einfach machen wird, die für keine Frau einfach ist, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass es möglich sein muss, diese Entscheidung auch zu treffen. Und wir sagen ja. Wir aus der sozialliberalen Koalition sagen ja, dann muss es möglich sein, diese Entscheidung auch treffen zu können. Und wenn man zu diesem Schluss kommt, ist es dann nicht nur folgerichtig, dass auch die Information über diesen Angriff über diesen Eingriff zugänglich sein muss? Ist es dann nicht folgerichtig, dass diese Informationen zugänglich sein müssen und dass Frauen, die in dieser Notlage sind, diese Informationen auch finden, ohne dass wir es ihnen schwer machen? Und auch hier sagen wir ja. Ja, das ist unsere gesellschaftliche Verpflichtung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wenn Sie wirklich noch ein bisschen Hinweise in Sachen Evidenz brauchen, es ist ja angesprochen worden, dass Sie erst mal prüfen wollen, ob es wirklich zu schwierig ist, diese Informationen zu finden. Und ich glaube, die Tatsache, wenn man sich die Liste der Bundesärztekammer anguckt und die mal durchtelefoniert, es gibt Personen, die das gemacht haben und da alleine schon Falscheinträge findet, Lummern ins Leere laufen, dann ist das der Beweis, dass es eben nicht möglich ist, so wie es sein sollte, diese Informationen zu finden. Und der eigentlich wesentliche Punkt ist aber, dass es an einer solchen Situation nicht davon abhängig sein sollte, ob ich eine solche Liste finde. Es kann nicht sein, dass in einer solchen Situation das darüber entscheidet, ob eine Entscheidung informiert getroffen werden kann. Und deswegen müssen wir einen besseren Zugang zu diesen Informationen schaffen. Und vor allem müssen wir aufhören, diejenigen zu kriminalisieren, die genau dafür sorgen, die aufklären und die sich da ihrer Verantwortung sehr, sehr groß bewusst sind. Auch das muss ich einfach noch mal hier bemerken, dass es ja Ihr ehemaliger Gesundheitsminister noch geschafft hat, 5 Millionen für eine Studie zum sogenannten Post-Abortion-Syndrom rausschlagen zu wollen. Ein Konzept, was seit den 80ern durch diverse Studien und Meta-Analysen widerlegt ist. Das ist die Auffassung der Evidenz der Union und ich bin froh, dass wir damit heute abschließen. Mir bleibt es, all denjenigen zu danken, die sich unermüdlich eingesetzt haben in den letzten Jahren, dass Zugang zu Informationen und auch Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen möglich ist. Ich weiß, dass wir hier nicht aufhören dürfen, dass wir in den nächsten Jahren sonst auch vor dem Problem stehen werden, dass viele der Ärztinnen und Ärzte wie Christina Hähnel, die das aus Überzeugung gemacht haben und zum Beispiel auch aus Fachrichtungen, nicht aus der Gynäkologie, sondern zum Beispiel aus der Allgemeinmedizin, in Zukunft in den Ruhestand gehen werden und dann ein wirklicher Versorgungsengpass droht. Deswegen ist es so wichtig, was wir heute machen, dass wir gesellschaftlich diese Frage diskutieren und dass wir gesellschaftlich noch mal klar machen, dass Schwangerschaftsabbrüche möglich sein müssen, dass niemand sich diese Entscheidung leicht macht, aber dass wir auch in anderen Ländern ganz genau sehen, dass ein restriktiver Zugang nicht zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen führt, sondern zu unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und das gilt es zu verhindern. Deswegen bin ich stolz, heute hier zu stehen und bin stolz, dass wir als sozialliberale Koalition für ein Frauenbild stehen, was unterstreicht, dass wir Frauen diese Entscheidung zutrauen, dass es eine Entscheidung der Betreffenden ist und dass niemand diese Entscheidung abnehmen kann, dass wir gesellschaftlich die Verpflichtung haben, für gute Rahmenbedingungen und dann auch für eine gute medizinische Versorgung zu sorgen. Das ist unser Frauen- und unser Menschenbild und dafür stehen wir und darauf bin ich heute sehr stolz.